auf der linken Seite Wilfried Laue, der Mann vom MC Kolbenfresser mit seiner 210 PS starken Suzuki Hayabusa, hat er schon eine 1099 gefahren. Und rechts Jori Schenzel, sein erster Start. Joris Henschel hat die Schwinge der Suzuki etwas verlängert und kommt hier auf eine 10-1 mit 224. Besonderes kommt hier auf die rechte Seite einer unserer internationalen Gäste, das ist Rune Hansen aus Dänemark mit einer 900er Kawasaki mit einem riesigen Turbolader auf der rechten Seite. Links, das ist Jenny Komischke aus Neumünster, sie startet mit einer 140 PS starken 900er Kawasaki. Aber man hört irgendwie hinten raus,